Hallo und herzlich willkommen zu FIFA 16 Lilien in erster Liga. Und ja, in der letzten Spiel haben wir tatsächlich Bayern München geschlagen. Loben wir mal Köln, um ein bisschen zu verwirren. Und hoffen jetzt, dass wir gegen Köln natürlich auch 3 Punkte holen. Es wird zwar jetzt immer schwerer, umso mehr Punkte wir verlieren, aber es ist immer noch möglich. 4 Punkte haben wir Rückstand auf Bayern. So, ein ausgewählter Spieler und aktuell ist aus Deutschland. Nein. Bundesliga. In Köln. Die Saison hätte nicht besser laufen können, muss man so sagen. Also, oh, den hat er aber locker. Schauen wir mal, was jetzt wird. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie auf das Allerherzlichste zur heutigen Partie. Morning ist im Fokus. Er hat das letzte Spiel 2 Tore gemacht gegen Bayern München. Schauen wir kurz auf die erste Hälfte des 1. FC Köln heute. Sie wollen in dieser Partie mit einem klassischen 4-4-2 zum Erfolg kommen. Und jetzt sehen wir hier also die Aufstellung der Gäste heute. Sie versuchen es in diesem Spiel mit einem 4-4-2 und einer hängenden Spitze. Der größte Rivale des 1. FC Köln ist natürlich Borussia Mönchengladbach, Buschi. Ja, bei diesen Duellen geht es immer hoch her, auch schon im Vorfeld. Leider gibt es dabei auch immer wieder unschöne Szenen zwischen den Fanlagern, zumindest sportlich. Haben allerdings die Fohlen die besseren Argumente. Welchen Eindruck macht die Auswärtsmannschaft auf dich, Buschi? Eine kleine Chance auf den Titel besteht immer noch. Sie müssen ihre Spiele gewinnen und die Konkurrenz damit so unter Druck setzen, dass da vielleicht noch was geht. Heimo Wasserschneider wird das heutige Spiel pfeifen. Anpfiff, ja. Und los geht's. Da hat man es gehört, die Darmstädter müssen jetzt die Punkte mitnehmen. Und damit München unter Druck setzen. Da der Platz, jetzt die Flanke. Es wird sau schwer. Jetzt können sie einwerfen. Wird da eine Chance. Und Seiler ist verletzt. Und immer was für rechts dabei. Tun wir Gruppe wieder einwechseln. Der ist ja eigentlich fast immer eingewechselt, wird in jedem Spiel. Jetzt könnte er den Ball abspielen und er schießt. Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Den Ball spielt er nicht gut. Es gibt Einwurf. Ja, der hat ihn weggespielt, weil Gondorf nämlich auf dem Boden liegt. Da können wir jetzt Wembach einwechseln. Sörensen.
Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Sauberes Tackling von ihm. Leonardo Bittencourt. Lehmann. Jetzt haben sie den Ball verloren. Wir sind noch früh im Spiel. Da reicht Freistoß auf jeden Fall. Hier muss er nicht auch noch eine Karte zeigen. Also das wird noch eine interessante Begegnung. Er versucht einfach mal. Kein schlechtes Ding. Aber natürlich auch eine unglaublich große Distanz. Obwohl er solche Dinge immer wieder versucht. Ja, die Dinge können auch mal reingehen. Finger. Finger! Und so wird das nix. Den hält der Torwart natürlich. Jetzt wird es Ecke geben. Kompromisslos geht er dahin. Sehr gut. Das war nichts. Und sind die Darmstädter im typischen Pressing. Risse. Modeste. Volkowski. Klasse Flanke. Keine Gefahr, da ist kein Mitspieler da für diese Flanke. Bald ist es soweit. Das nächste Spiel in der Bundesliga für den ersten FC Köln. Dann geht es auswärts gegen den FC Augsburg. Und das können Sie sich natürlich gemeinsam mit uns anschauen. Klasse aufgepasst. Er kommt an den Ball. Da geht die Fahne hoch und das auch noch zurecht. Der Pass kam vielleicht einen Tick zu spät. 17 Minuten noch 0:0. Es ist noch lang zu spielen gegen Köln. Daher brauchen sie sich jetzt hier keine großen Gedanken zu machen. Heller. Jetzt sind sie am Ball. Sörensen. Das macht er sehr gut und bleibt am Ball. Hector. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Und damit ist der Ball weg. Risse. Volkowski. Gutes Tackling auf außen. Anthony Modest. Das war einfach. Nein. Oder er hat den Ball. Ach Leute, Leute. Also Köln macht das ja auch wieder sehr, sehr gut. Die versuchen hier mit Volkowski. Guten, kurzen, zackigen, schnellen Passspiel die Darmstädter richtig unter Druck zu setzen, was sie auch schaffen. Ein toller Pass. Und die Darmstädter machen auch passend die Fehler. Muss man dazu sagen. Starke Flanke. Jetzt gibt's Abstoß.
nächste Spiel ist in Darmstadt und zwar gegen die Eintracht aus Frankfurt, also das Hessen-Derby. Das bedeutet, das wird auch noch mal richtig spannend. Leonardo Bittencourt. Maro. Kevin Vogt. Ein Ticken zu weit. Holen sich trotzdem. Finger. Sehr gut. Boah, da hat er sich durchgesetzt, trotzdem fast umgequetscht worden ist. Und Eckball. Und sieht man es nochmal, das war eigentlich schon fast Elfmeter würdig. Außerdem das so hin reinrennt beim Schuss. Wäre sonst vielleicht noch ein bisschen platzierter gekommen. Gut geklärt, das war wichtig. Jetzt schießt Heller! Eckstoß also. Oh je. Jetzt nochmal der Abwehrspieler im Weg. Und ja. Deswegen Eckball. Oh, da kannst du auch so oft schießen drücken, aber der Ball bleibt einfach vorm Fuß liegen. Und damit sind sie am Ball. Calderola. Doch, geht doch mal ein paar Schritte dem Ball entgegen. Also echt. Manchmal. Serra! Und er ist nicht reden. Das war ein gutes Ding. Richtig gut gemacht. Den Ball verlängert er per Kopf. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Ja, so zu klären brauchen wir dann auch nicht. Hector. Der kommt gut. Anthony Modest. Da passt. Boah, eine Riesenchance hier. Eine Riesenchance für Köln. Ja, auch die Kölner sind einfach nicht zu unterschätzen. Gutes Timing vom Torhüter. So, da wird es angezeigt. Vier Nein. Minuten zusätzlich, sehen wir noch. Vier Minuten, wow. Ganz starke Und die Darmstädter aus der Ferne, aber das war nichts. Du musst mit mehr Hinterdruck kommen, wenn du den so aus der Ferne schießen will. Lehmann. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Risse. Etwas später und er ist frei durch, aber so ist es abseits. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Keine Tore zur Pause für beide Teams, vor allem offensiv. Sicher noch Luft nach oben. Überlegen geführte erste Hälfte, aber trotzdem steht es unentschieden. Ja, das wird sie ärgern, da war mehr drin. Aus der Überlegenheit musst du mehr machen. Tja, 0-0 zur Hälfte.
und schauen wir mal, was noch draus wird. Da kommt der Schuss. Und so wird das nix. Den hält der Torwart natürlich. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Eckball. Gut, Anthony Modest, da passt der Torhüter auf, es gibt Ecke. Ja, schauen wir, ob jetzt in der zweiten Hälfte ein Tor fällt, 0:0 und ja, gehen wir gleich weiter zur zweiten Hälfte. Und jetzt geht's hier weiter. Lehmann. Leonardo Bittencourt. Den Zweikampf muss er jetzt annehmen. Und das ist ein Ball für einen Torhüter. Gar kein Problem. Da stand er gut und gibt Freistoß. Ja, Horning heute so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Aber die Kölner machen es auch gut, muss man sagen. Oftmals kommen sie gar nicht bis ganz in die Spitze und müssen aus zweiter Reihe probieren, die Darmstädter. Das ist ein Foul und der Schiedsrichter pfeift das auch. Hat er Glück, dass er keine Karte kriegt. Bei der nächsten Unterbrechung wird gewechselt. Schuss! Er das wirft war nichts. Sich in den Schuss, das war wichtig. Und Wembacher! Super Einsatz vom Torhüter. Und wieder. Und so boah, wird das Ivana. Jetzt drin, endlich. Das Tor. Mit dem Kopf hat er es gemacht. 1:0 Darmstadt. Konnte ich gar nicht sehen, wer es war. Sehen wir es nochmal. Erst hält der Torwart, dann der Abwehrspieler mit dem Fehler, dann hält der Torwart und dann war er natürlich geschlagen. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Ivana. Milan Ivana, der hat auch schon ein paar gute Tore gemacht. Da ist das erste Tor. Und es hat bis in Durchgang 2 gedauert. Volkowski. So, und jetzt werden die Kölner natürlich versuchen, da ist er aufmerksam und hat den noch mal Gas zu geben. Es ist sein Heimspiel und Darmstadt nicht unbedingt den Namen, auch wenn sie gut stehen. Ivana! Den Ball hält er gut. Kevin Vogt. Leonardo Bittencourt. Da verlieren sie den Ball. Den Ball spielt er zum Torwart zurück.
Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Noch etwas weniger wie 30 Minuten zu spielen. Steht 1-0 für Darmstadt. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Jetzt haben sie den Ball verloren. Ja. Modeste. Leonardo Bittencourt. Ganz einfach an den Ball gekommen. Ja. Hector. Die Kölner machen das richtig gut gerade. Da kann er sich den Ball holen. Jovic. Anthony Modest. Modeste. Das wird Abstoß geben. Werfen wir noch mal einen kurzen Blick auf den Führungstreffer. Mit dem Kopf in die Mitte, aber eben auch aus kurzer Distanz. Auf Gebru. Kann er den Ball behaupten? Boah, ja. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Ja, die Gäste können ja nicht mehr. Und den spielt er gleich wieder zurück. Er spielt den Pass auf den Flügel. Risse. Calderola. Heller. So, 15 Minuten. Mehr wie 15 Minuten noch zu spielen. Jetzt sind sie am Ball. Vogt. Jovic. Risse. Sie kommen nicht so richtig durch und passen die Taktik jetzt an. Jetzt wird verstärkt auf lange Bälle gesetzt. Jetzt sollen es also die langen Bälle in den Strafraum bringen. Also da bin ich wirklich mal gespannt, ob sie das also Erfolg so kann haben. Man natürlich auch ein Leonardo Bittencourt mehr oder weniger unterbrechen und dann war es da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Die Abwehr formiert. Und einfach mal den Stürmer umgeworfen und schön rausgeköpft. Und nochmal. Ivana, aber er lässt sich den Ball abnehmen. Wenige Minuten vor dem Ende ist das Ergebnis völlig offen. Der Ball kommt. Damit wären die letzten 10 Minuten jetzt richtig spannend. Wenn er den richtig getroffen hätte, wäre es böse gekommen. Mann, das war die Gelegenheit. Aber weiter so, Sie haben noch Zeit. Wenn Sie nochmal ins Spiel kommen wollen, müssen Sie jetzt reagieren. Und das macht der Trainer auch. Er nimmt den Wechsel vor. Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. Er geht abseits. Noch 7 Minuten. Also das gibt noch 7 Minuten. Spannung pur. Hier in Köln. Calderola. 5 Minuten. Dann ist die reguläre Spielzeit um und das Resultat ist denkbar knapp. Nur ein Tor trennt die beiden Teams. Osako. Das war nichts. Boah, Leute. Und er
kommt an den Ball. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Gefährliche Flanke. Er versucht's. Tja, der Ball ging deutlich daneben. Möglicherweise waren es die Nerven. Ja, vielleicht der Druck einfach zu groß. Das kann er ganz sicher besser. So, regulär noch eine Minute. Dann noch die Nachspielzeit. Ich gehe mal von 4 bis 5 Minuten aus. Osako. 3 Minuten. Und wenn sie die 3 Punkte haben wollen, dann müssen sie gucken, dass sie 3 Minuten den Ball halten. Aber Köln hatten schon wieder. Ein Angriff ist noch drin, jetzt oder nie. Sie können den Ausgleich schaffen. Schöne Flanke. Sauberes Tackling von ihm. Und Darmstadt wird sich jetzt hier den Abpfiff wünschen. Matteja hat ihn. Souverän. Abpfiff. Das war's. 1-0 für Darmstadt. Pfeift diese Partie ab. Wirklich schlechtes Wetter, dafür aber ein richtig gutes Spiel. Ja, das Wetter habe ich schon nach ein paar Minuten überhaupt nicht mehr gedacht. Dafür war das Spiel viel zu mitreißend. Ja, das war echt ein gutes Spiel diesmal. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Ganz wichtiger Mann bei diesem tollen Sieg. Sein Tor hat den Ausschlag gegeben. Da hat er mal wieder gezeigt, was er drauf hat. Und die Highlights des Spiels. Da kommt der Schuss. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Vom Torhüter. Und wieder ist er auf dem Posten. Der ist wirklich Ivana. Das ist das Tor. Mit dem Kopf hat er es gemacht. So, weitere 3 Punkte für die Darmstädter. Und es bleibt bei den 4 Punkten. Die Bayern haben gewonnen. Und ja, müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. 2 Spiele verletzt. Und dann sage ich jetzt mal Tschüss und Bye Bye, bis zum nächsten Mal. Und wir hoffen dann, dass die Darmstädter weiterhin so gut spielen und noch weiterhin Siege einfahren. Und denkt an die anderen Let's Plays wie Ayanami oder Shenlongs Let's Plays. Ciao! Ja, wir brauchen wahrscheinlich Wasser für die Jungs. Achtung, Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt.